Deswegen hat P. Diddy Drake eine geklatscht von Ben Bugatti. Ermittler durchsuchen Häuser von US-Rapper Sean Diddy Combs. Krass, Alter. Das ist nicht nur irgendein Geschwurbel, sondern das ist wirklich so, ne? Hier, dieses Video habe ich gesehen, Leute. Justin Biebers 48 Stunden mit Diddy. Das habe ich gesehen gehabt. Yeah, so, as soon as you turn 16, you know what I'm saying, I'm going to let you rock this every time you come to L.A. Yeah, this is going to be yours. So, every time you come to L.A., it's a little dusty, but you know, come get the front shot in. Überleg mal, Justin Bieber war so klein. Krass, oder? Das ist schon krass. Okay, jetzt gucken wir uns das mal jetzt an. Komm. Wir haben sowieso heute Abend ganz viel Zeit, Chat. Yo, Leute, was geht? Hoffe, alles okay bei euch. Heute gehen wir auf die merkwürdigsten Geschichten und Szenen von P. Diddy ein. Vor kurzem wurde ein Interview eines ehemaligen Bodyguards von Diddy veröffentlicht, wo er ein paar krasse Anschuldigungen gemacht hat. Er behauptete, dass Ja Rule und Diddy was miteinander hatten. Das meine ich. Was geht da ab, Alter? Bei Diddy ist es aber nicht die einzige Geschichte, die über ihn rumgeht. Über keinen gehen so viele Geschichten rum wie über ihn. Wir gehen auf verschiedene Leute ein, die Geschichten über ihn erzählt haben. Darunter der Bodyguard Keith D und der Bruder von The Game, der ebenfalls ein paar krasse Behauptungen aufgestellt hat. Auch gehen wir auf einen kleinen Beef zwischen 50 Cent und Diddy ein, wo ebenfalls ein paar sehr verwirrende Aufnahmen und Bilder aufgetaucht sind. What the f... Noch der... Dazu schauen wir uns die Stellungnahme von Diddy. Was passiert hier, Alter? Was war das? Zu diesen Anschuldigungen an. Und ein paar Sachen, die der Rapper Nori über langfristigen Erfolg gesagt hat. Aber ey, warte mal, guck mal. Dieses Bild hier, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist das schlecht getroffen. Weil hier sind auch Kameras, weißt du? Hier hat das auch jemand gefilmt, ich glaube nicht. Das sieht vielleicht so aus, Alter. Weißt du, ich kann es nicht sagen. Oder Aufnahmen und Bilder aufgetaucht sind. Sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus. 50, Alter, was machst du da, Bro? Noch dazu schauen wir uns die Stellungnahme von Diddy zu diesen Anschuldigungen an. Und ein paar Sachen, die der Rapper Nori über langfristigen Erfolg gesagt hat. Er hat was von zwei Türen zum Erfolg geredet. Er hat da... Natürlich meint er die Hintertür, Chat. Die Hintertür zum Erfolg. ...davon gesprochen, dass wenn man in Amerika Platin geht und anfängt richtig Geld bei Auftritten zu machen, Leute kommen, die anfangen, jemanden Sachen anzubieten. Darunter das Beteiligen an Aktivitäten und Menschen. Wir schauen uns an, warum man Leute zu so Sachen überreden will und was man damit bezwecken will. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. When you platinum and you getting 50,000 a show, I've been there. There's a door that you can walk in. I'm not sure if it's or if it's Illuminati. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob es sich um das Ding oder Illuminati Ding handelt. Seemed like Puff and Tupac was like a couple. Was? Was hat er gesagt? Es sah so aus, als wären Puff und Tupac ein Pärchen. So sah es für mich aus. Es ging eine Menge verrückte Sachen ab. Oh shit. Like Puff and Tupac was like a couple. Now, Fifth, when you continuously call Puff. At Chris Knighty's wedding, he told me he'd take me shopping. 13, what were you saying? I went there to see the lifestyle. But I don't know if I could end up. Da redet Usher selber. Ich ging dorthin zum Puffy Camp, um den Lebensstil zu sehen. Aber ich wusste nicht, ob ich mich hingeben und verstehen konnte, was da überhaupt angeschaut habe. I didn't understand what I was even looking at. Okay, krass, Alter. Bro, when Josh said, you don't want to come up in there, a lot of freaky stuff is going on. You gotta use your mind. Aber komisch, warum sagen das dann alle, ne? Wenn das ja alles Quatsch ist und so weiter und so fort. Warum sagen das dann alle? Ist auch merkwürdig. Als hätten die nichts zu tun und sagen das einfach so aus Spaß alle. Sean John Combs ist am 4. November 1969 im New Yorker Stadtteil Harlem geboren. Auch bekannt unter seinen Künstlernamen Puff Daddy, P. Diddy, Diddy oder Puffy. Er ist ein US-amerikanischer Rapper. Oder Sippy.
Man nennt ihn auch Sänger. Schauspieler, Plattenproduzent und Labelboss. Seine Mutter ist Janice Combs. Ich habe mies recherchiert. Tschüss, seine Mutter, was hat die gemacht? Mashallah auf deine Mutter, Bruder. Du hast sie zur Königin gemacht. Ein Model und Lehrerassistentin. Sein Vater Melvin Earl Combs dient in der US Air Force. Sein Vater Melvin Earl Combs dient in der US Air Force und war ein Mitarbeiter des New Yorker Gangsterboss Frank Lucas. Diddy machte 1987 seinen Abschluss an der Mount St. Michael Academy. Er wurde 1990 Praktikant bei Uptown Records, wo er auch letztendlich eine Stelle als Talent Director bekam. Er half bei der Entwicklung von Talent Director, das bedeutet, er hat bestimmt Talente entdeckt und sollte sich um sie kümmern. Ja, ja. Mary J. Blige, Usher und vielen weiteren. Nachdem er 1993 von Uptown gefeuert wurde, gründete er sein Label Bad Boys Entertainment und nahm den damaligen Newcomer Christopher Wallace, besser bekannt als Notorious B.I.G., unter Vertrag. Krass. Seit einer langen Zeit ging Gerüchte über P. Diddy rum. Immer wieder tauchen Bilder, komische Szenen oder Aussagen von alten Weggefährten auf, die sehr verwirrend sind. Einer, der immer wieder Geschichten über Puffy erzählt, ist sein ehemaliger Bodyguard. Er erzählt von einem Tag, als er mit Diddy in Atlanta unterwegs war. Sie waren in einem Erotikshop. Sie gingen rein und Diddy fing an, Sachen von den Regalen zu nehmen und in eine Tüte zu stecken. Als der Bodyguard zu ihm kam, bemerkte er, dass er schon eine ganze Tüte mit Spielzeug gefüllt hatte. Es waren Sachen, die nicht nur für Frauen genutzt werden. Da sie Freunde waren, fragte er ihn scherzhaft, was er damit machen will. Worauf er ihm sagte, er soll sich um seine Probleme kümmern. Was? Als er zahlen wollte, zeigte er dem Typen an der Kasse nicht mal, was er gekauft hat, sondern drückte ihm einfach einen Batzen Hunderte an die Hand und ging. Sie flogen von Atlanta nach North Carolina. Crazy shit. Später gingen sie zu viert in ein Hotel. Ich hoffe, du bist mit deinem Homie so unterwegs. Er kauft so komische Sachen ein und du sagst, was kaufst du da, Bruder? Kümmere dich um deinen Scheiß. Ey, was geht da ab? Ja klar, mit Geld kannst du alles stillen. Mit Geld machst du alle leise. Jeder hält sein Maul, wenn du Geld verteilst. Zwei Jungs und zwei Frauen. Einer dieser Jungs war der Rapper Ja Rule. Am Abend kam Ja Rules Cousin Armin, in die Tür der Präsidenten-Suite und wollte Ja Rule sprechen. Der Bodyguard verweigerte ihm jedoch den Zutritt, wo es dann zu einer kleinen Rangelei gekommen ist, die Diddy und Ja Rule mitgekriegt haben. Beide kamen halbnackt aus dem Zimmer raus. Ja Rule ist laut geworden und hat den Bodyguard gefragt, was er da macht, da der Junge an der Tür sein Cousin war. Als Diddy fragte, was los ist, sagte ihm der Bodyguard, er wollte ins Zimmer rein, worauf Diddy Ja Rule angeschaut hat und nichts mehr dazu gesagt hat. Ja Rule sagte seinem Cousin, glaub mir, du hättest da nicht reingehen wollen. In dem Zimmer gehen verrückte Sachen ab. Der Bodyguard sagt es nicht direkt, aber deutet an, dass Diddy und Ja Rule sich nicht nur mit den Frauen vergnügt haben, sondern auch miteinander. Was geht da ab, Alter? Als Ja Rule sagte, du willst da nicht reinkommen, eine Menge verrücktes Zeug geht da drin vor sich, musst du deinen Verstand benutzen. Was sie mit diesem Buttplugs gemacht haben. What? Bro, when Ja said... Was sind denn Buttplugs, Alter? You don't wanna come up in there. A lot of freaky stuff is going on. You gotta use your mind. What they was doing with those Buttplugs. Buttplugs. Eine weitere Person, die komische Geschichten erzählt, ist Usher, der bei einer Radioshow über seine Zeit mit Diddy gefragt wurde. Als 14-jähriger Junge war er im sogenannten Flavor Camp, das Diddy gehört hat. Es war ein Camp für aufstrebende Künstler. Man merkt, dass Usher ein bisschen unangenehm ist, als das Thema Flavor Camp aufkommt. Der Radiohost fragt ihn ein bisschen darüber aus und sie kommen auf das Thema Frauen im Flavor Camp zu sprechen. Er fragte ihn, ob das Camp immer gefüllt mit hübschen Frauen war, worauf er nein geantwortet hat. Aber es haben in dem Camp Sachen stattgefunden, die er nicht verarbeiten konnte. Er sagt, da sind viele verrückte Sachen passiert, die er als Kind nicht verstanden hat. Als er gefragt wurde, ob er seine Kinder in dieses Camp schicken würde, antwortete er niemals. Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor some... Camp. Yeah, Flavor that's camp. What it was called. And you're gonna go to Puff Daddy's. He's gonna in the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orging like nonstop, right? Nah, not really. Hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. Er ist sehr vorsichtig mit dem, was er sagt, ne? Warum sagt er nicht einfach, dass das so Dings ist, ne? Warum sagt man das nicht? Warum will man das verbergen und verstecken? Ich weiß es nicht, verstehst du? It was pretty wild. It was Sag doch einfach, was du gesehen hast, Digga. Du bist so eh nicht mehr mit dem cool oder mit dem connected. Nobody tried to. Oder hat er etwa Angst? Oder sind da eventuell
andere Mächte im Spiel. Schwurbel, schwurbel, schwurbel. Oh, you're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Zu Usher gibt es noch einen kleinen Ausschnitt, wo Diddy mal aus Versehen preisgegeben hat, dass er zu dieser Flavorcamp-Zeit als erwachsener Mann mit Usher, der damals ein Kind war, in einem Bett geschlafen hat. Dass man sich mal bei einer Übernachtung oder nach einer Feier mit einem Freund ein Bett teilt, ist für nicht so wohlhabende Leute wie uns was ganz Normales. Wegen Platzmangel. Aber warum sollte man sich ein Bett mit jemandem teilen, wenn es doch genug Platz im Haus gibt? Das Merkwürdigste an der ganzen Sache war, wie Diddy es gesagt hat. Ja, kommen Sie sagt, der wurde aufgenommen bei Diddy zu Hause, wo die Sachen gemacht haben und wird damit safe erpresst. Kann ich mir vorstellen, auf jeden, einige wahrscheinlich, ne? Als ob es ihm aus Versehen ausgerutscht ist. Brother right here from day one, we used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, check this out. I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes, you know what I'm saying, before pause was invented, you know what I'm saying, but it's my brother for real, we used to actually wrestle off of the Frosted Flakes because he used to always get up early with me, and now he's one of the richest stars in the world. And yo, what the did Puff just say? Der Bruder von The Game hat ebenfalls mal einen Post gemacht, wo er angedeutet hat, dass Diddy und The Game was miteinander hatten. The Game auch noch? Was geht da ab, Alter? The Game und sein älterer Bruder Big Face haben seit Jahren keine gute Beziehung. Laut The Game stritten sie sich wegen Geld. Während des letzten Auftritts von The Game bei Drink Champs hat er nochmal deutlich gemacht, dass er und sein Bruder nicht befreundet sind und getrennte Wege gehen. Worauf der diesen Post hier gemacht hat. Auf dem Bild steht, vielleicht war es doch nicht meine Straßenkredibilität. Natürlich deutet er damit an, dass Diddy und The Game was miteinander hatten. Im Jahr 2018 hat 50 Cent auch ein paar krasse Behauptungen aufgestellt. Er hat zum Beispiel mal diesen Beitrag hier gepostet. Auf dem Bild sind Rick Ross und Puff Daddy zu sehen. Das war aber nicht der einzige Vorfall, wo er andeutet, dass Diddy eigentlich eine andere Richtung geht. Er wurde in den Breakfast Club eingeladen, wo er über einen weiteren Post gefragt wurde. Er soll gesagt haben, dass P. Diddy ist. Zuerst streitet er es ab, doch der Radiohost liest ihm den Post vor. When you continuously call Puff, does that affect your relationships in Hollywood? I don't call him. I said, let me read it, Piff. Oh my God. Sorry, I can no longer. Oh, that's why he says things. He doesn't even know what he's saying. It's like fruity. Bevor es zur nächsten Story fruity. Geht, müsst ihr wissen, dass über P. Diddy gesagt wird, dass er oft Rapper und Sänger zum Essen einlädt oder sie auf seine Kosten shoppen fährt, um danach eine Beziehung mit ihnen anzufangen. Er soll angeblich den Leuten, die was mit ihm haben, in der Musikindustrie weiterhelfen. Auf jeden Fall kam der Tag, wo P. Diddy 50 Cent ebenfalls zum Shoppen fahren wollte. Doch 50 Cent hat direkt gewusst, was abgeht und hat ihn gefragt, ob er Scherze macht. He said something to me one time, a long time ago. At Chris Lighty's wedding, he told me he'd take me shopping. I looked at him like, what'd you just say? Let me move, man, before I do something. You gonna make me mess up the wedding. Auch... Warte, guck mal, wie er das sagt, bevor ich die Hochzeit zerstöre. Let me move, man, before I do something. You're gonna make me mess up the wedding. Auch hat 50... Lass mich gehen, bevor ich diese Hochzeit zerstöre. Ich hab dein Drinkchamps-Interview angesprochen. Wo eine komische Szene entstanden. Was hast du gesagt? P. Diddy hat noch... Ich kann mir das richtig vorstellen. Also. Daddy genannt und was von einer Party erzählt, die sie zusammen hatten. Als er den Rapper Fabulous fragt, ob sie auch mal zusammen feiern wollen, sagte ihm der Rapper, dass sie ja schon mal zusammen gefeiert haben. Worauf Diddy antwortete, ja, aber nicht wie ich und Nori. 50 Cent deutet an, dass es keine normale Party war. Gleich gehen wir auf so eine Party kurz ein. He says something fabulous and he goes, yo, no, but me and you, we ain't party. Like, we need a party. What is he talking about? What is he talking about? Wovon redet der, Alter? Scheiße. Why won't you party with me for your birthday, man? We party for my birthday before. You came to my party. No, but me and you ain't never really party. You know what I'm saying? I love this drink. Will you put my bag? I like when you like this, Daddy. Yeah, will you put my bag? Daddy, I like when you right scrambling this. Daddy, ich mag es, wenn du so wie gerade bist, Daddy, ich mag es, wenn du nach Dingen kramst und Sachen aufschreibst, ich mag es. What? Scraping for shit. No, I like that. Was, Alter? Was geht da ab, Alter? Was geht da ab, Alter? Was ist hier los? Auf die Anschuldigung von 50 Cent und das Video mit Nori hat Diddy auch reagiert. Er sagt, er hat die Situation anders wahrgenommen als die anderen. Für ihn war es nicht tuntig, was er da gemacht hat. I like when you do it like that, Daddy. When you scrambling and scraping for shit.
I know I say like reckless stuff out my mouth that's just not maybe, you know, adding up to with somebody who maybe somebody who's homophobic, but I'm not homophobic and I really don't, you know, care. You know what I'm saying? 50, yeah, 50 came up here and he was giving you flack for the asking Fab to party. So you he'll ask you, oh, he'll ask you to play the clip, man. Oh, but me and you ain't never really party, you know what I'm saying? I asked 50 about that. He said you did the same thing to him, you asked him to take him. Digga, was ist das für ein Format? Die machen Fitten auf einem ganz anderen Level, Alter. Was ist das denn für ein Fitner-Format, Alter? Von wegen nur hier ist Fitner, unsere Gesellschaft ist am Alter, das ist ja. Was geht da ab? Das ist jetzt das Schlimmste. Die spielen das noch ab. Der macht mit den Fitner mit 50, Alter. Schade. Yeah, I thought he needed some clothes. Viele haben nun behauptet, dass Nori für den Podcast, den er zurzeit macht, mit Diddy was hat. Wegen der vorhin erwähnten Party. Podcast Drink Champs gehört eigentlich Diddy. Nori ist eigentlich für diese Gerüchte selber verantwortlich. Er hat vor ein paar Jahren mal ein paar Sachen über langfristigen Erfolg erzählt. Er hat davon gesprochen, dass wenn man in Amerika Platin geht und anfängt richtig Geld bei Auftritten zu machen, Leute kommen, die anfangen jemanden Sachen anzubieten. Er spricht von sexuellen Aktivitäten und Menschenob. You platinum and you getting 50,000 a show, I've been there. There's a door that you can walk in. I'm not sure if it's or if it's Illuminati. I just didn't take that though. I went straight. What do you mean that? Listen, when you get to a level of success, when you getting 30, 40, 50,000 a show, you platinum, you running across the world, there's three different doors, right? There's three different ways to walk. Straight is you're on your own. Let's see if you continue this success, young man. Okay. Let's see if it's all about your skills, young man. Let's really see that. Okay. When you went straight. To the right, I'm not sure if that's the shit right there. And then there's to the left, I'm not sure if there's some sacrifice shit going on right there. I'm not sure because I went straight. But I was offered these doors. It's just you were offered. I'm saying that. To the right, when I seen it, those was those guys over there. You know what I'm saying? Those different people, which I have no problem with. You know, that's y'all. You feel me? And I just chose to go straight, and I haven't been platinum since. Es gehen auch ein paar Geschichten über diese Sachen rum und warum man Leute dazu überreden will, so etwas zu machen. Crazy, Alter. Eine davon ist zum Beispiel Kontrolle. Man lädt Leute zu komischen Partys ein, wo fragwürdige Sachen gemacht werden, filmt sie und kann sie dann mit den Aufnahmen abpassen. Man hat dann sozusagen Leute, die niemals interne Sachen preisgeben würden, weil sie sich selber an diesen Aktivitäten beteiligen. Von einer dieser fragwürdigen Partys hat mal Kif D erzählt. Er kennt sich in der Szene aus und berichtet ebenfalls von einer Party, wo er mal Diddy gesehen hat. Er wollte nicht genauer darauf eingehen, was da passiert ist, aber deutet an, dass viele Leute da in eine andere Richtung gehen. Und er diese Partys mit Geheimgesellschaften in Verbindung bringt. Seemed like Puff and Tupac was like a couple, seemed like to me. The vibes ain't there. I guess that's what Tupac was talking about, the Illuminati and shit. Yeah, it's just like a bunch of weird shit. That whole. Yeah, that shit weird, dude. Ich glaube, Tupac wollte erfolgreich werden. Hat vielleicht auch Arsch gegeben und so. Und dann wollte er es nicht mehr. Dann haben die probiert, ihn zu vernichten. Ihn fertig zu machen. Und als er immer mächtiger geworden ist und immer krasser geworden ist, haben die ihn umgelassen, ja? Weil der hat plötzlich angefangen. Ab einem bestimmten Moment hat der plötzlich angefangen, so eine Musik zu machen, ne? Mhm. You saying that, you saying the whole party was weird. What did you see at the party that made it weird? I mean, I'm confused. Ist natürlich jetzt hier reine Spekulation, aber ich kann es mir schon vorstellen. I guess it was Illuminati. Was denkt ihr über diese Themen? Glaubt ihr P. Diddy? Oder steckt ein bisschen mehr dahinter? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Geiles Video. Wir ziehen uns direkt in den zweiten Part rein.